Auf der Gynäkologie ist Kerstin Rahn auf der Suche nach ihrer Tochter Jule, die ein sehr intimes Problem plagt. Die Frau Rahn ist da, also ihre Mutter. Ist das okay? Ja, alles klar. Kommen Sie doch gerade rein. Hey Jule, was ist denn los? Du warst so aufgeregt. Ja. Was ist denn los? Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Das beim Urinieren tut das irgendwie auf einmal weh und es juckt wie die Hölle. Und ich kann mir das nicht so richtig erklären. Wovon denn? Wieso? Hast du was gegessen? Was ist denn anders? Was ist denn los? Eigentlich nichts. Eigentlich ist so alles wie immer. Ihre Jacke können Sie da auf den Stuhl, dann können Sie sich da nehmen. So, und wir sollen das Rätsel lösen, ne? Ja. Frau Rahn kam mit sehr unspezifischen Sachen zu uns. Ja, und was dann kam, das war ja völlig unerwartet. Oha, ja. Genau, woher? So, Birgit, guck mal, ich brauche eine ganze Menge. Guck mal, da zieht. Da zieht aber. Oh. Und heute war es so schlimm, dass du hierher gekommen bist. Ja. Ganz ruhig, ja. Dass das schlimm aussieht, das sehe ich. Oh Gott. Mein lieber Scholli, das ist ja richtig geschwollen und mit Quaddeln und Bläschen und huch. Ja, dass sie da Schmerzen haben. Jetzt muss ich erstmal Abstriche machen. Die 23-jährige Jule ist seit einem Jahr mit ihrem Freund Marcel zusammen, der auch ihr erster Sexualpartner ist. Der Ausschlag macht der Auszubildenden daher besonders Sorge. Auch Dr. Emma Heidmann sieht ein solches Bild selten. Deshalb greift die Medizinerin zu einem speziellen Instrument. Kann das was Schlimmes sein? Das kann eine Infektion sein, das kann eine Allergie sein, das kann eine. Willst du nativ machen? Ja, auf jeden Fall. Und weißt du was, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich brauche eine Lupe. Die Bläschen, die gucke ich mir noch mal so ein bisschen von Namen an. So, alles klar. Nimm das mit, leg mir das unter. Gib mal eine Lupe. Ich weiß, das ist total Banane, aber das sieht so komisch aus. Da muss ich doch noch mal ganz genau gucken. Der Befund hätte im ersten Moment alles für mich sein können. Es hätte eine Geschlechtskrankheit sein können, zum Beispiel auch ein Herpes oder eine Chlamydieninfektion. Was ungewöhnlich war, waren diese merkwürdigen Blasen. Da habe ich wirklich eine Lupe genommen, was ich sonst eigentlich nicht mache bei solchen Untersuchungen. Aber die fielen mir immer wieder ins Auge, die so fast quaddelförmig waren. Und das passte zu den übrigen Dingen wie Pilzinfektionen nicht ins Bild. Also, die Beschwerden, die machen ein ganz buntes Bild. Ist alles geschwollen, wir haben Bläschen, wir haben Ausfluss. Und das Blöde ist, das kann alles und nichts sein. Ja? Das kann eine Pilzinfektion sein, das kann eine Vaginalinfektion sein, gucke ich gleich noch mal an. Das kann eine Allergie sein, das kann aber auch mal eine Geschlechtskrankheit sein. Das Letzte kann ich komplett ausschließen. Okay. Also das kann auf keinen Fall sein. Ich habe einen festen Freund und der ist auch der Erste, mit dem ich geschlafen habe. Also und das Allerletzte. Und Sie sind auch die feste Freundin von ihm? Ja, ja, wir sind jetzt auch schon zusammen und wir ziehen zusammen. Und also es kann auf gar keinen Fall sein, dass es eine Geschlechtskrankheit ist. Und wie verhüten Sie? Und wie verhüten Sie mit oder ohne Kondom oder wie oder was? Wir haben am Anfang unserer Beziehung immer mit einem Kondom verhütet. Aber wir haben halt jetzt seit kurzem Kinderwunsch und schlafen deswegen jetzt eigentlich unverhütet. Naja, als Frauenärztin versteht man so vieles. Auch Kinderwunsch mit 23 ist ja nichts Ungewöhnliches. Nur das sollte sich ganz anders darstellen. Und da stand wirklich was ganz Derbes im Wege. Ihren Freunden müssen Sie vielleicht auch mal untersuchen lassen. Mhm. Weil nicht, dass er derjenige ist, wer das Problem hat und nicht Sie. Und wir stehen ja noch ganz am Anfang. Und da müssen wir schon ein bisschen breiter denken. Nicht, dass er irgendwie eine Geschlechtskrankheit oder irgendwas. Was hat, da gibt es so ganz wilde Geschichten. Aber könnten Sie da vielleicht mit dem drüber sprechen? Ja, wenn Birgit hier den Rest macht, Sie sind so nett, da kann ich mich schon, ja, das mache ich schon. Alles gut, ich gucke gleich noch in den Abstrich, du machst das mit der Urinengeschichte. Und ich kümmere mich um den Freund. Wo finde ich den? Also, der wollte mich eigentlich gleich abholen kommen, also der müsste eigentlich hier gleich. Also der schlägt hier gleich auf und weiß noch nichts von seinem Glück hier. Unter dem Mikroskop kann die Gynäkologin nichts Auffälliges entdecken. Nun gilt es abzuwarten, was die Kulturen der Abstriche ergeben. Während Jule auf der Toilette ist, trifft ihr Freund auf der Station ein. Und dann soll auch klar werden, warum die 23-Jährige nicht selbst mit Marcel reden wollte. Hallo. Hallo Marcel. Wo ist Jule?
Ja. Also sie hat mich angerufen, ich soll sie abholen. Ja. Was ist los? Was passiert? Okay, ich übernehme. Na, guten Tag, mein Name ist Heidmann. Wer Hallo, sind Sie? Hallo, Bayer, guten Tag. Okay, dann werde ich den jungen Mann unter meine Fittiche nehmen und ihm erklären, alles gut, alles gut. Okay. Jetzt bin ich dran. Okay. Gehen Sie einmal mit rein. Ja, ich erkläre Ihnen alles Mögliche. Was uns alle verwundert hat, ist eine Beziehung, eine intakte Beziehung. Und dann kam das Thema auf, Ihr Freund muss behandelt werden. Und als sie sich da wehrte und sagte, es wäre ja unangenehm, das hat mich schon gewundert. Aber die Ärztin hat dann freundlicherweise gesagt, sie würde das Gespräch übernehmen. Und dann haben wir gedacht, dann ist es eben so. Schwester Birgit hofft, dass Marcel dabei helfen kann, dem mysteriösen Ausschlag im Intimbereich seiner Freundin schneller auf die Spur zu kommen. Doch dafür muss sich der 24-Jährige erst einmal urologisch untersuchen lassen. Patientin Jule wird unterdessen immer nervöser und bald offenbart sich, warum. Dann warten wir mal ab, was ist Geschlechtskrankheit. Oh. Ich beruhige mich nicht. Was soll ich? Ah, du kommst mir gerade recht. Was soll dieser ganze Müll hier? Ich weiß doch selber nicht, woran es liegt. Deswegen bin ich doch hier. Alles klar. Ich soll mich hier wöchentlich untersuchen lassen. Bei mir ist alles in Ordnung. Also, woher kommen dann diese komischen Sachen? Willst du jetzt gerade etwa sagen, ich bin dir fremdgegangen? Ja, ich kann es mir sonst nicht erklären. Was soll das? Ich kann es mir doch selber nicht erklären, sonst wäre ich doch nicht hier. Die Ärzte versuchen doch noch, das rauszufinden. Ja, genau, ich versuche ja auch Sachen rauszufinden, aber da ist irgendwas Herr im Busch. Herr Bayer, dann beruhigen Sie sich. Ich beruhige mich draußen. Ciao. Marcel. Mama. Komm, er beruhigt sich. Ja, ich muss da jetzt auf jeden Fall hinterher. Du kennst das sie Das verstehen wir, aber wir haben jetzt noch keine Ergebnisse. Sie müssen noch ein bisschen auf sich aufpassen. Jetzt, ja, mach ich. Auf jeden Fall, aber ich möchte jetzt trotzdem hinterher. Ja, komm, wenn Sie vielleicht gehen und uns versprechen, dass wenn was ist, dass Sie dann wiederkommen. Ja, auf jeden Fall. Mach ich. Machen wir vielleicht eine feste Zeit irgendwie aus, dass Sie sich melden. Vielleicht haben wir dann auch schon zwei, drei Tage telefonieren einfach und dann... Okay, komm, wir fahren. Ich hatte überhaupt kein Verständnis für diesen Jungen. Wenn man einen Partner hat, dann steht man zu ihm in guten und in schlechten Zeiten. Und die hat sich ja nicht ausgewünscht, die Frau Rahn, dass sie da so ein paar Probleme hat da unten. Und da ist es nur natürlich, dass man zu seiner Freundin steht. Ich fand ihn unverschämt. Ich war eigentlich sauer auf ihn. Und Frau Rahn tat mir unsagbar leid. Hallo. Oh. Was ist los, Frau Klose? Ich habe einfach nur Kreislauf. Schwindelig? Ja, ich wollte einfach nur kurz aufs Bad gehen und... Haben Sie sich aufgeregt? Nein, nein. Emma, kannst du mal eben kommen mit Blutdruckmanschette und Pulsoxy? Okay. Ist einfach nur... Handy runtergefallen auch? Ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt da hingekommen ist. Okay. Oje, Lose, was ist passiert? Gehen wir einmal zurück ins Bett, ja. Machen wir zusammen. Also Kreislauf und... Okay. Frau Klose, eine ja etwas bockige Schwangere lag bei uns, weil sie einen sehr hohen Blutdruck hatte und alle Zeichen standen Richtung Schwangerschaftsvergiftung, Präeklampsie und sie sollte sich wirklich nicht aufregen und wir mussten wirklich auf sie aufpassen. Ja, aber naja, so ist es halt nicht gelaufen. Kannst du mal die Hebamme anrufen? Ja. Ja, die Hebamme muss unbedingt ein CTG anlegen und dann hast du ein Protokoll, dann gucken wir nach stündlich, dass der Blutdruck, ne, wir machen uns echt Sorgen um sie. Ja, das wird bestimmt gleich wieder alles in Ordnung sein. Wir haben sein. Nämlich immer Angst vor einer Schwangerschaftsvergiftung und deswegen sind sie hier. Und das hätte zur Folge, wenn das so richtig zur Sache geht, dass wir das Spätzchen da holen müssen. Nee, ne? Noch nicht. Ja, und das ist echt gefährlich. Bleib ne? auf jeden Fall noch einen Moment hier. Bleib könnt ihr vielleicht da. Vorne die Hebamme anrufen? Ich hab das mal ja, klar, ne, mit CTG. Ne? Ja. Okay. Also mach noch mal eine Kontrolle, nicht, dass wir ihr was gegen den Blutdruck sofort geben müssen. Das ist echt ernst, ganz ehrlich, ja. Wir machen den Toilettengang gleich zusammen. Ne? Dann bleibst du lange hier, bis die Hebamme. Bitte da ist. Auf mich hören. Ja, ja ich mache ja nichts. Ja, das verstehe ich. Aber ich bin jetzt ein bisschen streng, ne? Ja, ich bleib den. Versprochen? Ja, ne? Es geht hier drum, um das kleine Mäuschen, ne? Ich mache ja nichts Besonderes. Ja, okay. Dann ruf dir einfach die Hebamme. Ich ruf von vorne an, du kümmerst dich, ne? Und dann sagst du mir Bescheid. Ich bin dann drüben, ne? Ja. Glücklicherweise beruhigt sich Ninas Blutdruck zunächst wieder und dem Ungeborenen geht es gut. Doch am Abend ändert sich das leider. Denn die 38-jährige Tortenladenbetreiberin hat die Ärztin angeschwindelt. Das muss halt laufen. Nein, so geht das nicht. Was ist los? Nina, kommen Sie bitte schnell. Hallo,
Ah, schon wieder. Ich komme. Kannst du die Blutdruckmanschette mitbringen? Schon wieder schwindelig? Ja. Einmal abschützen und stehen bleiben. Bringen wir sie erstmal ins Bett. Ja. Frau Klose, Frau Klose. Ganz ruhig. Einmal ins Bett. Ganz ruhig. Erstmal ins Bett legen. Ja. Frau Klose sollte sich definitiv schonen und ich habe ihr auch, glaubte ich zumindest, eindringlich ins Gewissen geredet, aber sie hat sich an meine Vorgaben nicht gehalten. Naja, und dann fiel sie einfach um und wir hatten den Salat sozusagen. Wir haben beide einen Laden, die Konditorei. Okay. Und sie ruft jeden Tag an, obwohl sie schwanger ist. Sie soll sich ausruhen. Und jeden Tag ruft sie mich an und heute hat sie ausnahmsweise mal den Lieferanten angerufen, um zu kontrollieren, ob die Ware in Ordnung ist. Ich habe nur nachgefragt. Ah ja, ah ja. Und das war heute Morgen, heute Mittag. Da hatten wir doch schon mal so eine Nummer hier, ne? Ja. Also. Ganz locker und ruhig bleiben einmal. Sonst kann ich ja, das ist, aber ich musste das ja nur klären. Das war einfach nur... Also doch nicht ins Badezimmer nur gegangen heute Morgen. Nee. Ist mir schon alles klar. Ich habe dann ein zweites Mal auf sie eingeredet, ziemlich eindringlich. Ich kann ja auch manchmal ein bisschen böse werden. Und ich glaube, dann hat sie es verstanden. Und auch ihre Geschäftspartnerin hat noch mal eingelenkt. Und ich glaube, jetzt hört sie auf mich. Ja, ich schaffe das doch alles alleine. Also jetzt muss ich Machtwort sprechen, ne? Ja? Also das geht hier um das Baby. Ja, Sie müssen das loslassen. Ja. Gucken Sie mal, Sie haben so eine tolle Mitarbeiterin. Ja, und jetzt geht es nur um Ihr Baby hier. Ja, und sich. Ne? Natürlich. Also heute Morgen war schon eine heiße Nummer, jetzt auch wieder. Ne? Also das geht nicht. Vielleicht können Sie ja irgendwie eine Regelung finden, dass Sie sich einmal am Tag melden. Per Kurznachricht ist alles in Ordnung, oder? Eben. Ich denke auch. Ja, das kriegen wir hin. Wenn du fertig bist, wenn du dann kommen könntest. Die Patientin war heute Mittag ist wieder da. Ich wusste es. Ich nehme sie erst. Ich bleibe hier. Machen alles gut. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, das ja, gerade hatten wir Frau Klose wieder ins Bett verfrachtet. Es war wieder alles ruhig und plötzlich erschien Birgit mit dem nächsten Problem. Es wurde eine Patientin eingeliefert, die uns schon bekannt war. Ja, und was ist passiert zu Hause? Also wir haben uns versöhnt und ja, nach Sex ist sie einfach zusammengebrochen. Oha, oha. Hast du Handschuhe? Warte, ich gebe dir gerade Handschuhe. Gib mir Handschuhe. So, bleiben Sie mal schön bei Ihrer Freundin hier stehen. Ich will. Ich guck mir das noch mal an. Ich habe das Bild von heute Morgen ja noch vor Augen, ne? Ich weiß nicht, haben wir schon was an Befunden da? Ja. Ich gleich mal. Das, was ich gesehen habe, war. Oh, aha. Meine Güte, das ist aber deutlich schlimmer geworden. Frau Rahn war also mehr oder minder in einem desolaten Zustand. Sie wurde schon unten in der Aufnahme soweit stabilisiert. Und da wir sie schon kannten, haben die sie sofort nach oben gebracht, weil wir ja schon so einige Untersuchungen vorgenommen hatten und einfach gucken wollten, was denn jetzt akut vorlag. Also das sieht mir echt wie tun sie die Beine mal runter. Allergie aus. Tut so weh. Ja. Naja, wir haben noch nicht alle Befunde, aber ganz ehrlich, Appell an den jungen Mann. Ich weiß, heute Morgen hat er meinen Rat gar nicht so gut gefunden und war auch ganz furchtbar böse. Aber sehen Sie, ihr geht's doch so schlecht. Wäre super, wenn Sie mich jetzt auf die Urologie begleiten können. Ich kann dem Kollegen direkt sagen, worum es geht. Und ja, dann wuppen wir das Ding gemeinsam. Ja? Klar, Sie haben recht. Du kümmerst dich, ne? Bett, organisierst da alles und so. Dr. Emma Heidmann hofft nun, dass durch Marcells Untersuchung beim Urologen die Ursache für Jules Ausschlag im Intimbereich gefunden werden kann. Am folgenden Tag hält die Gynäkologin jedoch Ergebnisse in der Hand, die für das Paar einen großen Traum in weite Ferne rücken lassen. Also das ist jetzt etwas schwierig. Ja, also wir haben erstmal alle Infektionswerte durchgecheckt. Da war Gott sei Dank nichts. Also auf gut Deutsch Glück gehabt. Keine Infektion, keine Geschlechtskrankheiten, nichts. Ja, und jetzt kommt der Knaller, der jetzt ein bisschen schwierig zu vermitteln ist. Sie haben eine hochgradige Allergie und zwar auf Sperma. Ja,
Naja, die Frau Rahn hat mir erzählt, dass sie jetzt kürzlich den aufkommenden Kinderwunsch erfüllen wollten. Und da haben sie aufgehört, mit Kondome zu verhüten. Und deswegen ist die Symptomatik jetzt auch so langsam erst ins Bild geschlichen. Man kann es jetzt erstmal mit einer Desensibilisierung versuchen. Man kann sich an ein Kinderwunschzentrum wenden, dass man eben halt das Sperma reinigt und eben halt so eine Art Insemination macht. Das geht ja aber dann schon in die künstliche Richtung oder in die Reproduktionsmedizin. Naja, ich denke, Frau Rahn weiß jetzt um ihre Krankheit, in Anführungsstrichen, oder Allergie. Sie wird in Zukunft damit umgehen können. Und ich denke mal, für den Kinderwunsch werden wir auch eine gute Lösung finden. Seit Jule und Marcel wieder mit Kondom Sex haben, leidet die 23-Jährige nicht mehr unter schmerzhaftem Ausschlag im Intimbereich. Der Kinderwunsch des Paares erfüllte sich inzwischen durch künstliche Befruchtung. Die Geburt ihrer kleinen Tochter steht unmittelbar bevor.